So Leute, da sind wir wieder. An einem neuen Tag, ein neues Glück. Ja, wir werden heute mal ein bisschen weiter gucken. Ich hoffe, die erste Folge ist relativ gut angekommen bei euch. Uns macht es auf jeden Fall relativ Spaß, relativ richtig viel Bock, das Projekt. Und ja, wo müssen wir denn jetzt hin? Du bist da vor mir. Wo ist denn unser nächster Acker? Mach mal Navi-App hier. So, mach mal ich hier kurz. Ich glaube, ich würde mal sagen, wir fahren weiter runter, oder? Zu den anderen. Würde ich mal sagen. Ja, okay. Alter, hier ist kein Radio drin. Ich mache hier mal ein bisschen Radio an hier. Oh, schön, schön. Ein bisschen Pop-Radio hier. Pop. Was hast du laufen? Ich hab eine CD drin. CD? Demo- ja, warte, ich muss noch ganz kurz gibt's bei den einschalten. Gibt's bei den Autos noch CD? Ja. Echt? Okay. Oh, ich komm da nicht hoch, ne? Steht da so hinten. Ich drück das Gas. Oh oh. Oh oh. Ich glaub, das soll ich alle dann machen. Ach Gott. Wäre glaub ich nicht schlecht. Ja, da zieht er doch gleich um besser. Nee, nicht wirklich hoch. Ah, ich habe mal ein bisschen. Schaust du so durch? Ja moin. Ich schau gar nicht. Gott. Ich hab die Sperre nicht drin. Oh Gott. Oha. Wo müssen wir denn jetzt hin? Geht nach rechts oder nach links? Wir müssen rechts. Links. Ist das? Aber gut. Egal. Ich fahre einfach mal nach. Keine Ahnung, wo wir hinkommen, aber da fehlen wir dann. Da glaube ich gleich rein, oder? Ja, nee, können wir nicht. Geht nicht. Okay. Oder ich fast das Schiff mitgenommen. Ich doch nicht. Nee. Ich nehme bloß Straßenpfeiler mit. Und bei der Größe von den Autos wird es glaube ich gar nicht auffallen, wenn wir da mitnehmen wird. Hopf, mal und da wäre weg. Was ist hier rechts? Oh, hier kommen wir wieder in die Ortschaft rein. Oberellerbach. Ach, da waren wir doch schon mal. Hier war unser Startpunkt doch irgendwo hier. Diesen See, er sieht mir sehr nach einem Sägewerk aus. Ja, ich glaube, es ist auch noch Betrieb hier. Müssen wir da rein? Das wird nichts. Müssen wir da rein? Ja. Ich sperre mal die Straße. Mein Navi schon. Komm ich rum? Komplett eingelenkt. Oh, knapp aber gegen. Eigentlich machen wir mal kleines auch mal auf. Sehe ich auch, wo wir hinfahren, sonst kenne ich mich nachher gar nicht aus. Oh, hier ist aber schön. Ja. Sagen, wir wissen noch gar nicht, wann die Folge jetzt hier kommt. Deswegen können wir auch noch keinen bestimmten Tag nennen. Aber ja. So, warte mal. Ja. Oh, hier ist angenehm, das sind hier so Feldwege, das sind hier so da Feldwege. Soll wir fahren? Ich fahr bald. Lass ein bisschen schauen, ja, ob bisschen dieses Auto drin läuft oder so. Oh, aber das ist noch relativ neu, seht ihr wahrscheinlich hier schön keinen Lederbezug drin. Ich glaube, das ist Beige oder so, die Farbe. Hm, also Komfort ist technisch schon mal relativ gut. Kostet natürlich aber auch sein Geldchen, ne? Oh, hier ist ein Stein, Obacht, 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 wir müssen rückwärts wieder weg. Hier ist ein Stein? Ich sehe den gar nicht. Warte, ich... Gehört der Weg... Oh, ey, hallo. Komm ich da durch, da komm ich durch. Der Weg... Oh Gott, hör dir auf. Oh ja. Ich weiß nicht, kann ich in dem Acker drehen? Doch, das geht. Ich fahre hier ganz... Ich fahre hier mal seitlich längs. Das müsste gehen. Ja, ich gebe dir einen Tipp, das Allrad drin. Ja, ich habe Allrad so gut wie immer an. Warte. Wo schießt denn aus? Kommt da was? Ich sehe es halt nicht mehr, aber ich glaube, da kommt nichts. So, bin wieder draußen. Wir sind auf dem richtigen Weg, wir müssen jetzt links. Laut meinem Navi, da ist auf jeden Fall ein Acker von uns. Oh, es schmuggelt sich der dazwischen. Jetzt aber raus hier. Hier rechts gleich rein dann. Warte mal. Das ist eine Sackgasse. Echt? Stimmt. Scheiße. Aber wir sind da und so im Acker.
Ja, kleiner. Allrad. So, da sind wir wieder. Philipp hat sich zwischen geschafft, aus dem Acker rauszukommen und er fährt wieder rein. Ja, gut. Feuer ja, raus, er hat's geschafft. Ja. Oh, der Boden ist aber dann noch relativ feucht, weil du wahrscheinlich schon ziemlich grobstollige Reifen da drauf. Mhm. Oh ja, bisschen Matschepampe hier. Darf gar nicht so reinlaufen, das sau ich mein Auto komplett ein. Von innen. Außen können wir es wieder abwaschen, aber innen. Hm. Okay, auf jeden Fall haben wir hier einen Acker. Deswegen bin ich nicht ausgestiegen. Ja. Okay, wo geht's? Warte mal, ich fahre mal ein bisschen hier vor. Wo geht's denn dann das nächste? Wo ist dann der nächste Acker? Oder wir müssen runter. Wir müssen links runter. Okay, warte, ich fahre hier mal zurück. Bin okay im Weg. Nee, geht. Hinter mir ist ein Baum. Kann ich hier drehen? Ich will den Zaun von dem Herrn nicht mit dem geht. Okay. Okay, passt, geht. So, wir sind wieder drauf auf der Straße. Back in the business. Schon weit runter. So. Bisschen Strecke machen hier. Jetzt sind falsch abgebogen. Oh. Alter. Ich musste gerade sowas von durch. Ich fahre hier gleich mal rechts rein. Diese Kartoffeln, egal. Hab Schmalspurreifen drauf. Kann ich gerade rausfahren? Kommt da was? Da ist ein Auto. Schnell raus. Geht. Ich block. Bin draußen. Er hat sich vorbeigemogelt. Warte mal, da hinten ist ein Acker. Wie kommen wir denn da hin? Oder beziehungsweise in die Wiese? Wir müssen hier rechts dann gleich. Ja, habe ich dann auch gemerkt. Dann. Dann. Eigentlich habe ich das Navi auch offen, ich hätte es auch sehen können. Egal. Du hättest mir vielleicht was sagen können, aber nein. Das ist hier vorne, ist eine Tanke, oder? Eine Biogasanlage. Nee, hier ist aber auch eine Tankstelle. Also ich habe auf jeden Fall auf dem Navi als Symbol auf eine Tankstelle. Gibt es hier eine Tankstelle? Ach, so eine Tankstelle. Und dann steht da. Bioenergie Gare Green. Hermann und Strons GmbH und Coca G. Ah, okay. Oh, der fährt schon weg. Laut mir geht hier ein Feldweg hoch, ne? Warte. Ja, laut mir eigentlich auch. Ist da einer? Ich mache jetzt mal die Sperren rein. Einrad lassen wir raus. Oh, hier geht's ein bisschen bergauf. Da ist einer. Der ist aber ein bisschen... Nein, Gas! Ich glaube, du solltest alle da machen. Schafft er ohne! Gott. Soll ich dich hochziehen? Oder lüpft er? Kacke. Gott. Ja, der geht auch schon gleich weiter mit Allrad. Da schaut er sich hoch. Warte mal, irgendwo hier, da rechts ist eine Wiese von uns. Ich halte ihn mal. Ne, ich fahre noch ein bisschen vor. Wir sind an den Seitenrand dran. Bloß gegruppert, wir können, so. Ich drehe hier mal um, ne? Ja. Okay, das ist eine kleine Wiese, okay, aber die, ja. So klein ist jetzt auch nicht. Okay, wir haben hier eine Wiese, interessant. Ich will meinen Lack nicht abkratzen. Oh, lauf der einfach nochmal vorne vorbei. Ah, ja. Okay, wo geht's denn jetzt hin? Irgendwer blinkt hier noch. Ich? Ich habe vorher schon gesagt, ich dachte, ich höre hier ein Geräusch. So, warte, ich gucke jetzt mal auf mein Handy drauf. Sehe ich das ein bisschen besser. Da hinten ist einer. Wir müssen eigentlich nur wieder runter auf den Hauptweg und dann dem Weg einfach folgen. Dann haben wir hier direkt noch eine Wiese und noch einen Acker und da müssten wir so gut wie alle... Nee, ich hätte einen kürzeren Weg. Einen kürzeren? Ach so, ja, da. Gerade drüber durch so ein kleines Wald und dann beim Feld 117 vorbei. Haben wir gehört? Ah, der Forster gegenüber gehört uns auch. Ah, okay, interessant. Ich muss mal drehen. Ah, hier ist wirklich eine Sache. Fahr schon mal ein bisschen runter, ne? Ja, mal gucken, ich will nicht bei uns in die Wiese reinfahren, weil die ist eigentlich schon relativ schön gewachsen. Wie geht's? Okay, dann kann ich eigentlich hier drehen. Ja doch, ich komme hier wieder auf. Ja, nicht ganz. Ein bisschen muss ich reinfahren. Eieiei. Oh, eieiei. Kommt man da rein? Ganz, ganz schwer. Ach, da steht irgendwas, oder? Ja, oh, da ist ein Zaun. Baum. Ich hole schon gleich mal ein bisschen besser aus. Da ist auch noch ein Baumstumpf, also ja, es wird echt... Hey, okay, ein bisschen rückwärts. Okay, ich hab's geschafft. Aber, nee, ich fahre hier mit 30 über den Feldweg, ne?
Der Ford schenkt dir echt alles. So. Gepasst. Alter, der raucht aber ganz schön schwarz raus da. Ich hab auch kein Allrad drin, also. Mag Allrad nicht so. So, warte mal, hier vorne will man dann rechts längs. Da links eben auch schon Waldgebiet von uns, das, soweit ich weiß, uns gehört. Wenn da irgendwie ein kleines Stückchen reingeht, geht es sogar. Bei Feld 77 wird hier dann sagen müssen, bei Feld 71 müssen wir eh rein. Ja. Also okay, der Wald hier rechts gehört, hier links gehört uns. Ja, schon, jetzt kommen wir nicht zu. Doch, würden wir auch kommen, aber wir können mal ein bisschen, kleiner noch ein bisschen Waldweg fahren. Oh, hier ist eine Bank. Oh, hier ist auch ein Zaun. Okay, okay. Hier. Das ist unsere Wiese. Hier links. Warte mal. Ich fahre hier einfach mal hier seit ein bisschen hin. Und wir fahren ja normalerweise nichts kaputt. Auf jeden Fall. So, dann müsste es eigentlich passen, oder? Ja, geht. Okay, passt. Nicht da rum? Das Gras ist aber schön gewachsen, muss man sagen. Mhm. Gedüngt, sagt man, gerade nur Ölsaat. Hier war eine Ölsaat drauf, okay. Das ist Gras drauf. Okay, okay. Was? So, warte mal. Wir haben was Wichtiges vergessen, warte, das habe ich im Auto drin liegen lassen. Was darfst du denn liegen lassen? Unseren MT9 und sein Lizard. Was für ein Ding? Ach, diese Messgerät da, oder? So, warte, ich hol schnell aus dem Auto die Kettensäge habe ich in der Hosentasche. Ja. So, ich hab's jetzt da. Halt, das was falsch. Ach, diese Bodenmessgerät-Dingens. Feuchtigkeit 9%, also wir könnten mähen. Okay, okay. 67% gewachsen und Feuchtigkeit vom Gras selber ist 23 Grad. Gefälle 132,4 Meter. Ja. Okay, warte mal, ich guck mal ganz kurz. Haben wir noch irgendwo einen Acker? Ja, wir haben noch die 81. Ja, da können wir hier ganz schön mal über den Feld, Ding hier fahren. Über den Wald. Mhm. Warte mal, ich fange. Oha, hier geht's aber arg hoch. Ich mach mal Allrad rein. Oh ja, da geht's wirklich hoch. So. Oh, 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 oh. Oh. Kommt da hoch? Ja, geht. Mal schön den Wald, ja, hat oben mal gekauft. An. Ja. Echt schöner Wald. Mhm. Hoffen wir mal nur nicht, dass der Käfer da reinkommt. Schon ist ein bisschen blöd. Wenn wir im Winter einen Wald haben. Hier geht's voll arg runter. Ja, ich seh's. Ich glaube, diese gerutscht. Oder geht's arg runter. Aber es geht noch. Okay, gut ist es. Dann müssen wir auf jeden Fall im Winter, wenn es da Eis ist und Schnee ist, müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Weil da ist richtig schön rutschig. Ah ja, ist hier eingewachsen. Huch. Wir sind bei Feld. Oh. Ah, da ist die 81. Parkt man hier daneben, dass ich nicht den Weg komplett blockiere. Was ist da drauf? Das ist kein Zerne. Zerne? Zerne, ja. Ist 33% gewachsen, hat auch der Boden 9% Feuchtigkeit und 37% sie selber, also. Okay. Ja, die braucht noch ein bisschen. Die wird wahrscheinlich erst Richtung Sommer reif werden. Weil die sieht noch relativ. Es braucht kalt, dieses Feld. Okay, kann man das jetzt noch drauf machen? Ich glaube nicht, ne? Würde nichts mehr bringen, soweit ich weiß, weil es ist ja schon sind gewachsen, also noch unter 50%, es würde noch gehen. Okay, okay. So, warte mal, haben wir noch irgendeinen Acker? Ich guck mal nochmal auf mein Handy. Ja. Ja, die drei da ganz hinten oben. Sollen wir da nochmal hinfahren? Hm. Die haben wir ganz vergessen. Mhm. Hm. Die ist aber auch bei der Bayer. Hm.
Ja, ich weiß nicht. Mir ist wurscht, wo wir hinfahren. Ich wäre jetzt heimgefahren, weil wir eh jetzt dann, ich hätte richtig Bock, mal anzufangen jetzt. So, oh, ich fahre hier mal hoch. Ich mag gern mit dem Schlüter mal mähen jetzt dann. Geht da richtig Lust drauf. Ja, weil wir haben ja gesehen, es ist, also es würde funktionieren. Ist dann auch gleich daheim dann. Ja, kann jetzt eigentlich neu wieder ausmachen. Jetzt glaube ich eigentlich bloß 30 erlaubt. Ist hier irgendein Schild? Ich habe keins gesehen. Wir können hier rein. Ach, Scheiße. Er war ein bisschen arg spät, ich weiß. So. Ja. Die mal geblinkt hat, der Junge. Ich habe eure wieder ausgemacht. Da lügt das Ganze nicht ganz so schnell. Langsam getan, weil es hier in den Wald geht. Schießen ist gerade so hoch, ne? Ah ja, Thema Loki. Sieht aus wie so eine Weihnachtsbaumplantage. Ne, wobei teilweise sind da schon welche viel zu groß. Aber auf jeden Fall hat da jemand neu angepflanzt. Mhm. Und vielleicht Kirchenbaumzeug. Yes, ja, stimmt, da müssen schon ein bisschen größer sein. Weihnachtsbaumplantage, weil wir haben halt doch viele Kirchen. Ja. Ah, da vorne ist er schon zur Hof gleich. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, wir sind. Der ist gar nicht weit weg. Ja, hier wird aber schnell hier. Das Auto ja unter Kontrolle. Kontrolle. Oh, das war knapp. Oh. Die Bremse war. Die Bremse funktionieren doch. Der Wagen ist relativ ja neu. Dann müssen die schon funktionieren. Bremsen sind für mich ein bisschen zu arg. Ich würde mal sagen, wo parkt man denn am besten? Ich park meinen wieder da vorne. Ich glaube, das stört er nämlich nicht. Ich habe einen Parkplatz gefunden für meinen. Ne, so schräg davor. Ich glaube, da stört er wirklich nicht. Ne, es müsste eigentlich passen. Ja, das ist voll klar. Der Schlüter. So, warte mal, was machen wir denn danach? Also du fährst jetzt. Schafft er das? Soll ich mal drüber zu rennen? Ich liegen bleiben, musst du mich rausziehen. Ja. Was wollen wir denn machen? Wollen wir Gras oder Heu machen? Ehrlich gesagt für Heu. Oh. Aber ja, warte mal, wir müssen gucken wegen Regen, wegen den Tagen, ob der Regen ansagt. Sonst haben wir richtig reingeschissen. Wetter. Wir können einfach Silage machen. Okay, wir können es machen, weil der sagt erst ab. Kann man das gleich nochmal nachschauen? Erst ab Freitag Regen. Steuerung S. Ach, ja. Alt S. Hab's ja. Er sagt erst ab Freitag heute Regen. Das wird gleich funktionieren, oder? Mittwoch ab Freitag. Was die Unzuverlässigkeit ist, bringen ist Donnerstag zu. Oh, okay. Jetzt bis kommt Donnerstag ist okay. Wie lange braucht denn das Heu? Ich würde dann sagen, ich schnappe dann gleich den Wurfhahn. Oder beziehungsweise den reicht eigentlich der kleine. Mit den Wänden hinter dran. Steigen den Wurf. Oh, der läuft. Aber für die Ding. Oh, ich muss die Motor auch benutzen, Mann. Für die kleinen. Wind ist auch, also der Wind wäre gut bis Mittwoch. Ja, okay, so ab. Dann lass er. Ja, dann lass er mal was machen, weil. Dann. Ja. Warte mal, schmeiß wenn den nett, mal an. Dann, wenn nett, dann machen wir einfach nur mit Gras. Trocknungspotenzial zu Gras. Von Gras. 0+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 
unsere Großeltern Mähwerke hatten, glaube ich nicht, dass der jetzt angeschlossen ist. Also okay, geschliffen ist, meine ich. Ich probier, wir können es einfach mal ausprobieren, ob er läuft. Ah, das sehe ich dann schon. Ansonsten ist auch nicht so schlimm. Ich kann die Zapfwelle nicht anhängen. Das ist natürlich nicht so optimal. Kommt da was? Ne, geht. Nope, geht nicht. Das ist blöd. Richtig blöd. Versuchen wir, da fahren wir raus, versuchen wir mal, ob es Mähwerk funktioniert. Oder warte, ich komme gleich mal nochmal zurück zum Hof vielleicht. Da muss ich mal gucken, ob da was da schief läuft. Oder haben wir eine zu kurze? Das ist irgendwie nicht da, dass sie entweder zu lang oder zu kurz ist, dass sie nicht passt. Ich hab's mal ganz frech das Seitenmähwerk irgendwo abgestellt mit dem Hof. Ja, ist ja nicht schlimm. Vielleicht geht's ja beim anderen. Ja, hoffentlich, ansonsten. Ach, ich glaube, ich weiß wieso. Weil jetzt weiß ich auch, wieso der offen war. Vielleicht ist ja die Zapfwelle schon. Vielleicht war die Zapfwelle kaputt. Das kann natürlich auch sein, ne? So, ich fahre jetzt nur mit. Deine Zapfwelle? Da hängt noch was dran. Ich nehme den Wotan 2. Ja, schafft er das? Ja, der hat 110 PS, soweit ich weiß. So, dann fahren wir mal ein Stückchen ran. Boah, der geht richtig ab. Junge. So, passt. Ja, warte, ich glaube, ich muss die Bank da hinten wegmachen. Kann ich die wegmachen? Ei, hier geht aber richtig ab, hey. Hätte den aufblosen. I don't know. Geht das? Ja, okay, ich glaube, das geht. Aber ich muss noch. Die haben die. Boah. Die Kupplung geht vielleicht ganz schön gut, hey. Geht's ja, bei dem? Die sehen auch noch relativ gut aus, beide. Bei dem geht's, hey. Okay, die sind nicht im Weg, das passt. So, dann fahr dann gleich zurück zum Hof. So. Können wir hier drehen? Ja, das geht. Dann wieder Vollstoff hier und düsen wir wieder zurück. Das kommt, tut nichts, wunderbar. Weil es kann ja auch mal zumachen hier. Geht's ja beim Wotan ran, das Mähwerk oder beziehungsweise die Zapfwelle? Ja, beim Wotan Kings. Okay. Ja, das kann gut sein, dass der einen Schüler da hat. Da können wir mal kurz so, müssen wir dann halt mal zum Händlerkollegen fahren oder selber gucken, ob wir das Problem finden. Weil das ist natürlich nicht gut, wenn das nicht funktioniert. Oh, jetzt kommen hier die ganze Zeit Autos. Eicher geht richtig ab. Ist halt auch ein Eicher, ne? Wo fangen wir denn überhaupt an zu mähen? Wir haben ja, glaube ich, nur ganz hinten. Ich würde mal sagen, unsere Wiesen hinten, da wo wir schon gleich geguckt haben, oder? Weil wir haben noch keine Tiere, ich glaube, so viel brauchen wir da noch nicht. Welche sollen wir dann mähen? Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist die 71, oder wo wir vorhin gerade waren und gemessen haben. Ja. Ja, dann lass da hinfahren. Dann warte ich kurz auf dich. Ne, fahr du nur vor, weil ich habe den, weil, ich glaube, bin ein bisschen breiter als du, wenn du dann vorher schon ein bisschen anfängst. Da passt die Sache. Weil schon so habe ich Standzeit und ist natürlich nicht ganz so optimal. Aufnahme. Ja, passt. Also läuft gut. Ja, das passt. Und mal gucken, ob ich da vorne reinfahren kann oder ob jetzt da der Philipp steht. Nee, geht. Ist offen. Der Flügel. Ja, komm hier easy rein. Wunderbar. Und wir wollen immer aufpassen. Da ist vorne ein bisschen leicht. Da war schon ein bisschen kritisch. Aber er hat's geschafft. Wo ist denn jetzt, ne? Ah, ich fahre jetzt auch noch mal dahin. Geht. Kommst du? Ja, ich bin auf dem Weg. Wie schnell läuft deiner? 28. Oh. Ich glaube, du läufst ja. 38, oder? Nein, 36. Ah, da vorne sehe ich dich.
Alter, ich bin zu weit gefahren. Wir können ja eigentlich ein bisschen Waldweg fahren. Ja, können wir machen. Oh! Was ich weiß nicht, ob der das schafft so gut, aber... Hier rein kommt hier jemand? Ne, geht da vorne, passt auch. Okay, ich muss mal aufpassen, können wir dürfen nicht zu schnell fahren. Vor allem ich, weil ich bin noch höher. Ja. Muss ich mal aufpassen, dass ich nicht streife nirgends. Boah, der geht ja mal mega gut hier hoch. Ich hab... Eieiei. Okay, muss ich aufpassen, weil der Eier ist vorne relativ leicht. Aber er schafft so. Also trotz dessen, dass es relativ feucht, noch ein bisschen feucht hier ist, schafft es doch relativ gut. Ich erinnere mich aber. Gut. Na, hier rechts ist auch eine Zerne angebaut von irgendeinem Kollegen. So, hier kann ich ihn eigentlich rollen lassen. Ich sollte bremsen. Oh, ich habe dich inzwischen auch wieder eingeholt. Ich bin nach. Oha, jetzt sehe ich dich. Oh. Oh, die Hupe ist laut. Oh. Ich höre dich noch ein bisschen hinten. Die Hupe ist echt laut. Wir müssen wieder durch den Wald, aber wegen Abkürzung. Ja, ich finde es schlimm. Also, der Eichhardt, also die Steigung da vorne hat auf jeden Fall richtig gut gemeistert, dann würde er das auch meistern. Hier geht schon arg hoch. Das schafft er. So, renn hier. Wum! Hoch hier. Du schaffst es. Weil der herrscht. Aber das Gute ist, der hat hinten durch den Wender richtig gut Gewicht auf der Hinterachse. Ja. Das muss er eigentlich gut schaffen. Ich hab den easy geschafft. Ja, ich bin auch oben. Aber es ist relativ schräg hier, aber geht. Ja. Oh, wir sind schon auch fast da. Ja, den Weg weiß ich noch hier. Aber wir müssen mal ein Eichelchen Radio einbauen. Bremsen. Oh, das habe ich tatsächlich beim. Das weiß ich gar nicht, ob die Bremsen noch gut funktionieren. Ich gebe mal ein bisschen weniger Gas hier. Oh, da geht's gut runter. Oh Gott. Gerade fragen, ob wir GPS auf dem haben, aber. Oh, alle also Bremsen funktionieren. Frage, glaube ich, hat sich hier üblich. Oh, der Eichel schafft es. So, warte mal. Ich schaffe das. Ohne Allrad. Ich lass dich mal ein bisschen einmal fahren. Oha, ich glaube, ich muss brauch doch Allrad. Ich auch glaube, der lenkt ein bisschen geht. Arg träge. So, fangen wir mal ein Stückchen ran. Wie viel hast du? Wie viel Arbeitsbreite? Ich weiß jetzt gar nicht auswendig. Müsste ich nachgucken. Also es läuft bis jetzt. Eicher schafft's. Und ich komme ja hier gut von. Ja, das läuft. Kann so nur. Ja. Ja, das passt. Wunderbar. Man muss sich zwar schon anstrengen, aber es geht ja auch ein bisschen bergauf. Aber das ist gut, das funktioniert gut. Okay, bei mir auch. Aber das Gras sieht richtig schon saftig aus. Mhm. Synchro haut richtig rein. Bei mir läuft's. Wie ich überhaupt? Ja, jetzt hat er es geladen. Ja, wir waren hier noch nie. Oder doch einmal, aber noch nicht gemäht. Ja, boah, hier kämpft er aber richtig. Ich muss sagen, ich hab fast, also wenn ich jetzt mit. Oh, ich höre deine Hupe immer noch fast hier hinten. Oh, ja, war aus Versehen, sorry. Nee, nicht schlimm. Ich komme mal, die Hupe ist ja mitten auf dem Lenkrad, da kommt man schon manchmal schneller ein bisschen hin. So, warte mal, komm ich hier noch lenken? Ja, geht. Ja, das funktioniert richtig gut, ja. Das funktioniert, ja. Ja, ich hab so gut wie die gleiche Arbeitsbreite wie du hast. Wenn ich hier schön in der Mitte fahre, dann funktioniert das Ganze einwandfrei. Oh, vorne, oh, jetzt vorne kratzt ein bisschen am Boden. Und die vorderen Reifen rutscht ein bisschen, aber geht. Noch nicht so schlimm. Bin ein bisschen schneller auch als du. Ja, ich war jetzt gleich 7 km/h, jetzt geht's bergauf, da wird ein bisschen. Ja, es läuft nicht so gut bergauf, aber es geht. Komm schon. Ansonsten, wenn es bergauf wäre, doch der schafft. Ansonsten müsste ich halt als Gerätausschaltung von oben nach unten fahren. Aber ich komm hoch. Das ist gut.
Oh, da rutscht er, wir sind uns ein bisschen gegenlenken. Ah, doch noch ein bisschen feucht. Aber es funktioniert. Ja, das funktioniert wunderbar. Ja, das läuft. Ich freue mich, Alter. Oder hat er mich schon Stoff vorne, tu die Diff-Sperre rein. Stimmt, das kann ich machen. Ja, er läuft nicht besser. Da läuft sogar schlechter mit Diff-Sperre. So, ich hab's hoch geschafft. Aber ja, ich glaube, wir mähen hier ein bisschen weiter und wir sind für heute auch schon wieder fertig. Wir sind jetzt schon wieder bei einer knappen halben Stunde Aufnahmezeit. Und ja, das zusammen ergibt jetzt schon eine ganz gute Folgenlänge. Habe ich auch. Ja, und wir werden hier noch ein bisschen weiterarbeiten. Ich habe es einmal rumgeschafft. Und ja, wir sind wie gesagt für heute fertig. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen restlichen Tag. Und sehen uns dann zu einer weiteren Folge demnächst hier auf der Ellerbach. Bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao.